besser hätte das Wetter für die traditionsreiche Sternfahrt zum Viking nicht sein können. Bei strahlender Oktobersonne kommen rund 600 Ruderer aus allen Winkeln Berlins und Brandenburgs zur Rudergesellschaft Viking am Britzer Hafen im Herzen Neuköllns. Und das mit den unterschiedlichsten Bootstypen. Bereits zum 56. Mal veranstaltet die RG Viking eine der ältesten und größten Sternfahrten, deren Ursprung in der ehemaligen Teilung der Stadt liegt. Seit 1962 wird die Sternfahrt ausgefahren. Die Sternfahrt war eigentlich eine Erfindung des Westberliner Rudersports. Die RG Viking war der östlichste Ruderverein im Bereich des Deutschen Ruderverbandes, der Bundesrepublik Deutschland, des Deutschen Ruderverbandes und hier in Neukölln gelegen. Und da hat man sich, weil das ehemalige Westberlin ja so ein bisschen eingesperrt war, gesagt, wir können da nicht mehr raus nach Brandenburg. Wir rudern halt innerhalb der Stadt große Strecken. Das hat sich ja bekanntlich geändert und so kann die Anfahrt für die Wanderruderer an diesem sommerlichen Herbsttag eigentlich nicht weit genug sein. Sowas ist einmalig und zumal im Oktober so ein warmes Wetter. Ich glaube, die Leute kommen heute alle ein bisschen später, weil sie das auf dem Wasser einfach mal genießen. Die schöne Sonne und diese ganze Natur. Ist einfach herrlich, ist wirklich schön. Eine weitere traditionsreiche Ruderveranstaltung bei diesem 16. Neuköllner Ruderfestival ist die Langstreckenregatta um den Silbernen Riemen von Berlin, die von der Insel der Jugend über Spree und Britzer Verbindungskanal bis in den Teltowkanal führt. Insgesamt stolze 6300 Meter. Für das Publikum besonders attraktiv die abschließenden Preissprints direkt vor der Haustür der RG Viking. Wenig später erreichen dann die ersten Wanderruderer den Britzer Hafen. Rechtzeitig zur Sternfahrerparty der Rudergesellschaft Viking im Herzen von Neukölln.